Hallo liebe Sternenfreunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Special zum Thema Tanz in den Mai. Ich wollte euch ein bisschen was über den Ursprung dieses Festes erzählen und dann schauen wir auch gleich noch in die Sterne für den Tanz in den Mai 2017. Der Tanz in den Mai hat bei uns in Deutschland eine lange Tradition. Früher hieß das Walpurgisnacht und wird auch heute noch wirklich traditionell gefeiert, besonders auf dem Brocken im Harz. Oder das hier ist die Tingstätte in Heidelberg. Da kommen also wirklich viele Leute zusammen und feiern wild in alter Tradition. Und ich war mal selbst dabei, als ich noch für RTL als Wetterfee unterwegs war. Da sind wir mal auf den Brocken im Harz gefahren, als da gerade Walpurgisnacht war. Und das war schon unglaublich. Es gibt eben sehr viele Gaukler und Schausteller, die das eben auch nutzen. Aber ich vergesse nie, dass einer von diesen Typen, als ich da stand und mich da vorbereitet habe auf meine Moderation, mich gepackt hat und hochgehoben hat und gesagt hat: Glaub bloß nicht, das ist hier alles nur Show, was hier passiert. Also da steckt wirklich noch was von diesem alten Geist und diesem Hexentanz drin. Und wer von euch sich für sowas interessiert, der sollte sich da ruhig mal reinstürzen. Das ist echt ganz unglaublich, was da abgeht. Interessanterweise ist der Name Walpurga, auf den die Walpurgisnacht zurückgeht, eigentlich eine kirchliche Heilige gewesen. Die hat also gar nichts mit Hexen am Hut. Aber das haben wir ja häufig, dass die Kirche die alten keltischen Feste dann später sozusagen okkupiert hat und da was Eigenes drüber gelegt hat, einen eigenen Namen drüber gelegt hat. Aber viele von diesen alten Festen sind heidnisch und noch wesentlich älter als die christliche Tradition. Genau. Und die ursprüngliche Bedeutung dieses Festes geht eben auf das keltische Beltane-Fest zurück. Und bei diesem Fest wurde der Fruchtbarkeit des Landes gehuldigt und sie heraufbeschworen. Und symbolisch wurde die Vereinigung der großen Göttin, die also für die Fruchtbarkeit zuständig war, und des jeweiligen Königs gefeiert. Und Vereinigung heißt eben auch Vereinigung in Liebe. Und das ganze Volk war gefordert, mitzumachen und auch in der Nacht zum 1. Mai der Liebe zu dienen. Und ist es nicht ein lustiger Zufall, dass wir hier in Deutschland am 1. Mai einen gesetzlichen Feiertag, nämlich den Tag der Arbeit, haben, wodurch wir dann eben wirklich auch diesen Tanz in den Mai jedes Mal wild feiern können, weil wir am nächsten Tag frei haben? Ich glaube, das ist ziemlich einmalig auf der Welt. Auf jeden Fall ist es halt großartig, weil es sozusagen der Tradition der Göttinnenfeste in die Hände spielt. Und was auch noch interessant ist, ist, dass dieses Fest Tanz in den Mai zu den keltischen Jahresfesten gehört. Da gibt es mehrere von. Und es ist das zweitwichtigste, ja, im Frühling. Das erstwichtigste und allerwichtigste Fest der Hexen, was auf den keltischen Brauch zurückgeht, nennt sich Samhain. Und wir feiern das heute als Halloween. Ja. Es gibt ja immer noch viele, die denken, Halloween wäre aus Amerika zu uns rübergekommen, aber das stimmt nicht. Das ist eben ein ganz, ganz altes Fest und wahrscheinlich haben das die Iren erstmal nach Amerika gebracht und von daher ist es wieder zu uns zurückgeschwappt. Und die Kirche hat das auch wieder okkupiert und hat da dann das katholische Fest des Aller Seelen oder Aller Heiligen draus gemacht, oder es ist ja eher ein Feiertag, denn das findet nun ganz ohne Party statt. Es geht aber im Grunde um das Gleiche. Es geht darum, den Ahnen und den Toten zu gedenken, den Geistern der Ahnen. Und in der Beltane-Tradition war es eben so, dass diejenigen, die da eingeweiht waren, für die öffnete sich das Tor zur Anderswelt und zur geistigen Welt und die konnten eben dann Kontakt mit den Geistern und Seelen der Verstorbenen aufnehmen. Und das spiegelt sich ja auch heute noch so ein bisschen in den Gruselkostümen zu Halloween. Das sind also zwei Göttinnenfeste, die sich einen festen Platz in unseren Jahresfesten erobert haben und die mittlerweile vielen Menschen noch mehr Spaß machen als so heilige Feiern wie Ostern oder Weihnachten, einfach weil diese Göttinnenfeste mehr mit Lust und Freude und Ekstase und Lebensfreude zu tun haben als mit Askese und Frömmigkeit. Ja, also insofern bin ich da auch immer sehr dafür, diese Feste zu zelebrieren. Und ich habe darüber auch ein Kapitel in meinem Buch geschrieben, Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Denn da geht es natürlich auch ganz stark um die Figur der alten Göttin, was sie bedeutet und wie wir sie in unser Leben zurückholen können. Jetzt schauen wir noch in die Sterne, wie sie denn dieses Jahr zum Tanz in den Mai stehen. Und da haben wir auch eine ganz spannende Göttinnenkonstellation. Denn der Mars, der steht hier in einer Spannung zur Lilith,
Ja, die beiden bilden also ein Paar zum Tanz in den Mai. Und das erinnert mich an das schöne Zitat, was ich auch mal gelesen habe für meine Lilith-Studien. Da hieß es: Neben Lilith kann nur echte Männlichkeit bestehen. Das heißt also, es geht jetzt schon darum, dass die Männer sich hier als ganze Kerle zeigen sollen. Und da passt ja natürlich auch die Tradition der phallischen Maibäume sehr gut. Und dass die Frauen die innere Göttin in sich spüren sollen und vielleicht bei einem ekstatischen Tanz in den Mai zum Ausdruck bringen sollen. Trotzdem sollten wir darauf achten, dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen, denn der Mond steht im Krebs. Das ist sehr gefühlvoll, ist auch eine sehr kraftvolle Mondstellung. Mond, La Luna, ist ja auch eine Göttin, steht in ihrem eigenen Zeichen. Aber sie macht uns vielleicht ein bisschen emotional. Das heißt also, wir müssen aufpassen, wenn zum Beispiel ihr eine Angebetete habt, die einen Maibaum erwartet und ihr sie dann damit im Stich lasst, dann wäre sie sehr enttäuscht oder umgekehrt eben auch, wenn es vielleicht jemand gibt, der von euch erwartet, dass ihr mit ihm zusammen loszieht, dann wäre eine Enttäuschung, eine Gefühlsverletzung da, wenn man dann solche Menschen nicht beachten würde. Das kann so ein bisschen passieren. Aber ich denke mal, es wird hoch hergehen, einfach weil wir diese tolle Konstellation mit der Göttin und ihrem Helden hier im Horoskop haben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen ausgelassenen, sinnlichen Tanz in den Mai und dient der Liebe. Viel Spaß damit!